Hallo, hier ist wieder euer Pflanzencoach. Und ich freue mich, dass ihr den Weg auf meinen Kanal gefunden habt. In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie man seine Samen richtig aussäen kann, sodass man die Keime in die richtige Größe bringt, um sie dann später im Frühjahr und Sommer schön draußen auszusetzen oder sie auch im Gewächshaus großzuziehen. Euer Pflanzencoach. Natürlich ist es bei so etwas immer ein Vorteil, wenn man eine gute Ausstattung hat, wie beispielsweise hier meine Gewächshäuser. Wir können sich sehen, ich habe unter anderem einige Mini-Gewächshäuser sowie auch einige etwas größere Exemplare, die unter anderem auch beheizt sind. Hier beispielsweise dieses Exemplar ist mit einer Heizmatte ausgestattet. Und dieser Folie, damit eben das Klima immer schön warm bleibt. Denn die meisten Pflanzen brauchen es zum Keimen doch relativ warm im Vergleich. Und ja, hatten wir in diesem Fall nämlich einen Sensor, einen Temperaturmessstab, welcher uns ermöglicht, in der Erde zu ermitteln, wie die Temperatur ist. Und das hier mittels dieses Thermostats so einzustellen, dass es für unsere Pflanzen am besten geeignet ist. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Pflanzen welche Temperatur brauchen, könnt ihr gerne in der Fachliteratur in der Bibliothek nachschlagen oder eine andere Quelle zu Rate ziehen, damit ihr eure Pflanzen auch mit der richtigen Temperatur anwachsen lassen könnt. In diesem Gewächshaus hier wachsen beispielsweise meine Passionsblumen heran. Auch dieses hier ist unten beheizt mittels eines elektrischen Heizelements, das wir dann auch mit einem Thermostat oder einer Zeitschaltuhr verbinden können, sodass die Temperatur immer reguliert ist. Aber neben der Temperatur ist auch die Feuchtigkeitsregulierung wichtig. Wie wir es hier beispielsweise sehen können, durch diesen Deckel hier haben wir solche Öffnungen, die wir öffnen oder schließen können, damit unsere Pflanzen eben nicht verschimmeln. Beispielsweise bei meinen Feigen hier, die zu den lichtkeimenden Pflanzen gehören, können wir schon erkennen, dass hier doch einiges anwächst. Das liegt daran, dass wir hier auf der Seite sind, wo viel Licht herankommt und wir so eben eine große Menge an Feigen, Jungpflanzen haben. Da sollten wir darauf achten, wenn sie zu groß sind, dass wir sie voneinander separieren. Denn es ist vielleicht zu erkennen, dass die Pflanzen hier einen sehr kleinen Raum sehr dicht bewachsen und deswegen vielleicht sich gegenseitig die Nährstoffe etwas streitig machen, sodass am Ende wahrscheinlich nicht alle durchkommen werden. Außer ihr separiert sie rechtzeitig, damit jede von ihnen ausreichend Platz hat, um am Ende auch in ihrem eigenen Blumentopf heranwachsen zu können oder bei euch im Garten oder auf dem Balkon. Hier können wir sehen, wie eine Pflanze aussieht, wenn sie herangewachsen ist. Beispielsweise so in der Art kann es bei euch dann auch aussehen. Auch hier können wir noch einmal eine Auswahl von Pflanzen sehen auf meiner Fensterbank sozusagen, wie meine Tomatenpflanzen hier oder auch die Zitrus, welche jetzt allerdings noch nicht gekeimt sind, da es sich bei Zitruspflanzen um Dunkelkeimer handelt, die etwas länger brauchen, bis sie herangewachsen sind. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn eure Pflanzen nicht direkt keimen, denn das kann einige Zeit dauern. Wobei es bei diesen nicht keimenden Pflanzen wie meinen Feigen oder auch den Kiwis, den Gurken und den Tomaten relativ schnell gehen kann und ihr schon nach 2 Wochen erste Ergebnisse und Keimlinge beobachten könnt. Hier können wir nochmal die Tomaten im Detail erkennen. Ihr seht, dass sie relativ groß gewachsen sind. Jetzt schon trotz dieses etwas kleineren Gefäßes, aber wie erwähnt, könnt ihr sie dann noch umtopfen, wenn sie groß genug sind, damit sie auch ausreichend Platz haben. Natürlich solltet ihr es nicht überstürzen, sondern eventuell abwarten, bis sie eine gewisse Größe erreicht haben, denn das Umtopfen kann Stress verursachen und so die Pflanzen schaden. Ihr müsst auch darauf achten, dass sie regelmäßig bewässert sind. Und über das macht, zeige ich euch gleich noch. Hier können wir sehen, was ich beispielsweise mit der Beleuchtung angestellt habe, denn die ist auch kein Nachteil, denn die erwähnten Lichtkeimer brauchen Licht, um zu wachsen, wohingegen Dunkelkeimer auch in der Dunkelheit keimen können. Da ist unter anderem die Samenkorngröße ein Anhaltspunkt, woran ihr erkennen könnt, welche von beiden größer ist als andere, denn die größer sind, sind die Schatten- oder Dunkelkeime. Das heißt, die brauchen kein Licht zum Keimen, aber wenn sie dann herangekeimt sind, brauchen sie durchaus Licht, um zu wachsen. Denn ansonsten ist das Problem, dass sie einfach eingehen. Es gibt auch Pflanzen, die ohne Licht wachsen, aber das sind keine Pflanzen, sondern die Pilze, die wir hier sehen können. Beispielsweise in meinem Glas können wir es erkennen. Oder auch hier mein Rosenseitling. Das sind Exemplare, die ihr nehmen könnt, wenn ihr einen Standort komplett ohne Licht habt und wo auch
etwas wachsen soll bei euch. Natürlich, neben der Beleuchtung, die ich hier installiert habe, müsst ihr auch darauf achten, dass eure Gewächshäuser und Keimlinge immer ausreichend bewässert sind. Unter anderem durch die Luftregulierung, aber auch hier einmal täglich besprühe ich das Ganze hier mit etwas Wasser, damit die Keimlinge eben den Wasserschub kriegen, um zu wachsen. Denn Pflanzen brauchen Wasser, um zu wachsen, wie ihr vielleicht wisst. Und deswegen auch die Keimlinge sind davon keine Ausnahme. Hier hinten können wir noch ein paar andere Jünglinge sehen, welche ebenfalls bald heranwachsen werden zu schönen Pflanzen aus den Samenkörnern. Ihr könnt die Pflanzen auch in diesen Quelltabletten hier anzüchten, die aus verschiedenen Fasern bestehen. Beispielsweise gibt es sie aus Kokos oder aus ähnlichem. Und die werden in diesen kleinen kompakten Scheiben geliefert. Und wenn ihr sie nass macht, dann quellen sie auf. Und so habt ihr eine gute Grundlage, damit ihr eure Samen darin am Ende auch anpflanzen könnt, dass sie heranwachsen und eben auch groß werden. Hier sehen wir beispielsweise die Samenkörner der Feige. Und dann sehen wir im Verlauf, wie sich die Feigen am Ende entwickeln werden, dass sie größer werden. Wenn wir hier schauen, können wir dann auch sehen, wenn sie groß genug sind, kann man sie außerhalb des Blumentopfes halten und so hat man dann hier seine Pflanzen und kann sie dann auch flexibel im Standort überall hinstellen, wo man sie gerne hätte, draußen drin oder auf dem Balkon. Hier können wir nochmal einen Ponzirus oder Bitterorangenpflanze sehen. Wie ihr erkennen könnt, wachsen hier die Früchte daran, die man dann am Ende auch ernten kann. Ihr müsst aufpassen, dort sind viele Dornen, aber so kann das dann aussehen. Ihr habt viele verschiedene Pflanzen hier, das ist nicht eine, sondern eine ganze Vielzahl. Und hier können wir sehen, dass sich die Früchte einfach abziehen lassen und so kann man dann daraus Marmelade machen. Damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr noch weitere Fragen zur Aussaat habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare stellen. Oder wenn ihr Erfahrungen habt, könnt ihr sie auch gerne mit den anderen Pflanzenfreunden hier teilen. Das würde sie sicher sehr freuen. Und bis dahin hoffe ich natürlich, dass ihr nicht zu borniert seid, sondern mich abonniert, damit ihr kein weiteres Video verpasst von eurem Pflanzencoach. Damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Pflanzencoach.